Okay, ich glaube, wir sollten hier ganz rausgehen, sonst sind wir gleich tot. Ja, gute Frage hier. Ja, das ist richtig krass gemacht. Also, die Rätsel sind... Wow. Kacke manchmal. Ein bisschen kacke. Okay, jetzt geht's richtig schlecht. Ja, unser geistiger Zustand ist sehr bedenklich. Wir haben hier mehrere Sachen noch. Kleiner Tischlabor. Notizen. Memund. Der feine Kupfer ist aus der Leiche und sieht aus wie ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Aha. Ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Notizen. Okay. Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Bingo, ein Kupfernrohr mit einem daran befestigten Hohlnadel. Ich habe eine Idee. Wir haben es geschafft, erstmal das Rätsel zu entziffern. Aber da unser geistiger Zustand richtig scheiße ist, also körperlich ist alles gut, aber geistiger Zustand ist richtig bedenklich, sollten wir uns da nicht unbedingt im Dunkeln rumtreiben. Also ich vermute mal, dass wir jetzt mit diesem... mit diesem Teil hier diesen Impfstoff von den Leichen nehmen können. Wow, jetzt geht's richtig scheiße. Und damit dann auf jeden Fall, deswegen vielleicht doch die Leichenhalle, vielleicht müssen wir da die Leichen anpieksen. Ich weiß es nicht, wir probieren es einfach. Auch wenn es schwerfällt. Wir werden jetzt einfach hier reinlaufen. Vielleicht er hier, der ist ja noch nicht lange tot. Okay, wir probieren es. Es dringt nicht in den Schädel ein. Was? Warum nicht? Warum dringt das nicht in den Schädel ein? Jetzt mach mich nicht verrückt. Müssen wir jetzt erst mit Hammer und Meißel oder was? Jetzt müssen wir wahrscheinlich die richtigen Leichen finden, wo wir das machen können, oder wie? Okay. Kann nicht für das Objekt verwendet werden. Kann auch nicht dafür verwendet werden. Ich glaube, wir sind gleich tot. Was ist hiermit? Okay. Der Kopf ist immer nicht in der Tonschule, kann nicht älter als ein Tag sein. Okay. Das heißt... Sieht aus wie ein Teil des chirurgischen Werkzeugs zurück. Aber das Teil reicht nicht aus, um ihn... Müssen wir jetzt den Bohrer nehmen? Das machen wir nicht verrückt. Oh, yo! Okay. Kann nicht mehr verwendet werden. Jetzt müssen wir wahrscheinlich dieses... Oh, geil. Wir haben es geschafft. Boah, wir müssen den anbohren. Ey, ist ja pervers hier, das Spiel. Es ist nötig, das Blut noch einmal zu injizieren. Hä? Es ist nötig, das Blut noch einmal zu injizieren. Ja, und jetzt? Keine Momentos, Notizen. Notizen. Okay, wir haben einen Moment. Alter, wie sollen wir das denn injizieren? Wir haben nichts.
Womit sollen wir das denn injizieren? Jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt kommen wir hier nicht weiter, oder was? Es ist nicht nötig, das Blut noch einmal zu injizieren. Ach so, wir haben das Blut. Ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Was ist das? Oh je, da ist jemand richtig stinkesauer. Ich habe die Befürchtung, dass wir ein wirkliches Problem haben. Okay, lauf. Lauf, Forrest. Raus hier. Nix hier raus. Jawohl, wir haben es geschafft. Meine Fresse nochmal. Da kriegt man hier einen Anfall bei dem Spiel. So, wir haben das schon mal geschafft. Wir sind hier raus. Wir haben das Blut injiziert. Also, ja, genau. Wir haben uns den Impfstoff quasi selber reingehauen. Das heißt, wir müssten rein theoretisch jetzt durch die Kanalisation hier können. Bingo! Das heißt, wir kommen hier durch. Und sind jetzt in der Kanalisation. Na, wir sind noch nicht durch. Wir sind jetzt erst in der Kanalisation. Henry Bodlow kam zu Unterricht, die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weinte nie, stattdessen brachte er einen anderen zum Weinen. Sie sind Schosen Schmerzen. Ja, super. Scheiße. Okay, wir sind weiter. Ich freue mich über dieses tolle Ding. Wow. Okay, wir gucken mal, wo wir hier rauskommen. Wir sind auf jeden Fall ja nicht in die... Nicht gedenkt zu bekommen, das Wasser. Oh, scheiße, 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 scheiße. Da ist er wieder. Oh mein Gott. Okay. Der geht daher. Der hat uns nicht gesehen. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Okay, hier geht's nicht durch. Da ist offen. Dann werden wir da erstmal schauen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Hier sind 2 Millionen Gänge. Die Leiter ist kaputt. Hahaha. Da kommen wir schon mal nicht mehr weiter. Also hier weiter. Okay, da ist schon mal eine Tür. Und wo sind wir hier? Oh mein Gott. Okay, Tür zu. Tschüss. Wir können erstmal... Wow. Erstmal unsere Fackel auf. Aha. Okay, wir haben ein neues Memorandum. Die zwei Hebel steuern die laute Maschine. Okay. Okay, mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Okay.
Okay, da können wir irgendwie. Da tut sich irgendwie nicht wirklich was so. Es wird immer schneller, aber nicht langsamer. Tja, wir gucken mal. So, wir gucken mal, was passiert, wenn wir den wieder zurück tun. Okay, der wird langsamer. Und sie wird leise. Das hört sich gut an. Das heißt, wir könnten hier vielleicht jetzt. Scheiße. Spacko kommt wieder. Klein machen. Oh, scheiße. Und der ist richtig mies drauf. Scheint wieder weg zu sein. Okay, wir haben die Maschine etwas verlangsamt. Wie ist denn der hier durchgekommen? So, jetzt müssen wir echt aufpassen, dass der uns nicht am Arsch kriegt, weil dann sind wir richtig, richtig im Popo gekniffen. Hier könnte man sich zur Not verstecken. Und rennen sollten wir gut können. Da geht's nicht. Also wir müssen den Weg hier runter wieder gehen. Da kommen wir nicht weiter. Okay, was kommt denn jetzt? Aua. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Was haben wir denn hier? Halte das drehende Wasserrad an, um weiterzukommen. Ha, 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 ha. Witzig. Dafür müssen wir wahrscheinlich die Maschine irgendwie ausschalten. Wir müssen aufpassen, dass der Idiot uns hier nicht kriegt. Ist ein Hebel? Oder was ist das? Das Rohr scheint locker zu sein. Mhm. Ah, cool. Aufgenommenes. Ah, dann heißt das jetzt, wir können wahrscheinlich mit dem Rohr das Wasserrad anhalten. Hoffe ich mal. Warte mal, wo ist es? Oh, ein kleines Rohr. So, dann müssen wir das irgendwie anhalten können. Okay, und dann können wir hier durch. Wow. Okay, wir sind wieder ein ganzes Stück weitergekommen. So, hier ist nichts mehr, ne? Okay, dann gehen wir hier weiter.
Es ist nur die Frage, der Bekloppte läuft ja auch irgendwo hier rum. Da ist die nächste Tür. Man kann nicht hindurch. Eines der Verschwendungen scheint schwächer zu sein als die anderen. Nein, kann man nicht verwenden dafür. Aber wir können hier oben rein. Mal gucken. Ups. Ups, das sieht nicht gut aus hier. Torso. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich hier den Torso mitnehmen, wa? Das ist doch so ein Vogel da, der uns die ganze Zeit verfolgt. Aha. Müssen wir jetzt irgendwas anlocken, oder wie? Okay, wir haben ein neues Memorandum. Wurde von der Kreatur niedergerissen. Scheißen Dreck. Scheiße. Wir sind tot. Boah. Was ist das für ein Monster? Er geht. Wir gehen mit. Ich krieg gleich einen Anfall. Ja, geh schön weiter. Genau, braves Kindchen. Weg ist er. Hihi. Wir hauen ab. Tschüss. Mach's gut, du Schwachkopf. Nein. Ich glaube, wir laufen gerade in unser Verderben. Hilfe! Kommt er jetzt oder nicht? An ihm so vorbeikommen. Dafür ist er, glaube ich, dann doch zu. Hallo! Und weg! So. Dann können wir einmal hier rumlaufen. Oh, er kommt. Hilfe! Er kommt. Scheiße. Scheiße, scheiße. Lauf, Alter. Lauf, lauf, lauf. Wir müssen hier weg. Fuck. Fuck, 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 ey. Nix wie raus hier. Oh, Alter. Nix wie raus hier. Boah, ist der schnell. Lauf. Nein. Verschissene Kacke, ey. Wir sind gestorben. Volles Kanonenrohr.